Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sengoku Dynasty. So, wir müssen hier gerade mal unsere Felder jäten. Hier beim Reis sieht man es nicht so toll, aber es muss auch gejätet werden. Deswegen machen wir das geschwind. Und dann hoffen wir mal, dass die Pflanze, vor allen Dingen, dass der Tee rechtzeitig noch fertig wird. Wir haben, glaube ich, noch diesen Tag und den nächsten, ne? Ach, hier können wir noch düngen. So. Das müssen wir später noch jäten. Das hatte ich vergessen zu bepflanzen. Deswegen ist das, hängt das ein bisschen hinterher, dies eine hier. So, Tee wächst. Da dürfte hier hinten jetzt auch bald. Ja, das ist Hirse. Das ist auch nochmal Tee. Haben wir den schon gejätet oder kommt der noch? Ja, kann sein, dass der noch kommt. Ja, der kommt noch. Ihr seht, der hat zwei Wachstumssternchen. Der hier hat drei. Das dritte kriegen die erst nach dem Jäten. Da müssen wir auch noch, wie gesagt, dann warten. Der braucht noch ein bisschen, das eine. Wir sind bei Tag 3 von 4. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass der rechtzeitig fertig wird. Müssen wir mal gucken. Kann ich hier noch was machen? Verdorbenes habe ich, glaube ich, nicht mehr, ne? Gucken gerade mal. Haben wir noch Verdorbenes? 11. Ist nicht wirklich viel. Aber wir könnten mal noch Leder wieder machen. Da brauchen wir das hier. Und Wasser und Rinde, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir nehmen mal 2, 3 Wasser mit. Und dann nehmen wir mal Rinde noch mit. Müssen wir mal gucken, wie viel wir da haben oder ob ich da noch welche holen muss. Oder besorgen, beschaffen muss. So riesig viel haben wir nicht. Könnte ich aber zur Not beschaffen, wenn ich die Stämme entrinde. Jetzt gucken wir aber erstmal. Warum stehst du da vor? Oh, wir haben Leder. So, was können wir denn herstellen? Kleidungsstücke. Stroh und Eisenerz fehlt mir. Aber ich habe eigentlich eine recht gute Rüstung und für meine Leute brauche ich keine. Kleidung, die von Mönchen getragen wird. Zwei Perlen brauchen wir. Hätten wir aber. 5 Leder haben wir. 20 Stroh und 2 Perlen. Die haben wir, glaube ich, aktuell an, ne? Dorfbewohnerkleidung. Also 10 Stroh brauchen wir noch und 2 Perlen. Kriegsmönchkleidung habe ich. Kriegsmönchskleidung. Die. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwelche Rüstungswerte hat oder nicht. Das sehe ich hier leider nicht. Also die könnten wir anziehen, dass wir einfach nur anders gestaltet sind. Na, ich glaube, dann lassen wir das. Handbekleidung. Da brauche ich Fell. Banditenhandschuhe, die haben wir. Da bräuchten wir noch mehr Fell. Kopf.
Da haben wir aktuell, glaube ich, den Ashigaru-Helm. Ist, glaube ich, auch mit der effektivste. Also, ja, aber Effektivität gibt es ja in der Richtung noch nicht. Socken, Schuhe. Fukatsu-Schuhe. Tageta-Schuhe. Da bräuchten wir nur Stroh, aber die sind noch gesperrt. Socken. Stabile Holzsandalen, die haben wir aktuell an. Glaube ich. Trockenfeld, ja. Was war hier oben nochmal? Zubehör. Ach so, da hatten wir den Strohumhang. Ja, nicht wirklich viel prickelnde Sachen, ne? Dann kann ich hier gerade mal das Leder rüberpacken. Und den Rest Fell rüberpacken. So. Wasser können wir wieder rüber tun. Alles lagern. Weil das brauchen wir einfach nicht. Was essen sollte ich? So, haben wir auch. Rinde kann ich noch den Rest wegtun. Oh, hier sind wir falsch. Kann man auch mal alles rüber transferieren. So, wie sieht's hier aus? Hirse, Tee, ist aber noch nichts zum Jäten. Ich sehe schwarz für den Tee, ehrlich gesagt. Kann gejätet werden. So. Wann hatte ich den denn angepflanzt? War das nicht direkt zum Anfang der Jahreszeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe das Gefühl, der braucht zu lange. Habe ich hier irgendwo eine Legende? Da kann ich halt auch noch nichts upgraden wieder. Herstellungsschemata. Aber das haben wir halt alles schon. Ist nichts, was ich freischalten könnte. Mönch. Sprintgeschwindigkeit erhöht. Ja, Kriegermann, Dorfbewohner Luxus. Dorfbewohner Spirituelles erhöht das einfach nur. Luxus. Sicherheit. Karte. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht sowas wie eine kurze Anleitung, wo ich nachgucken kann, wie lange hier was wächst. Aber nö. Ja, wie gesagt, ich sehe schwarz bei dem Tee. Ist kein schwarzer Tee, aber ich sehe schwarz, dass wir das noch schaffen, weil der wächst halt nur im Frühling. Und ich glaube nicht, dass der noch bis zum Hirse, der wächst auch im Sommer, da geht das. Aber der Tee fürchte ich, dass der uns kaputt geht. Da müssen wir zur Not. Ich noch Tee, dass ich das hier nachvollziehen kann? Ne, ich glaube, den haben wir komplett verarbeitet, ne? Jupp. Schade. So, ja, jetzt habe ich natürlich wieder das große Problem, dass ich gar nicht groß viel machen kann, ne? Außer darauf warten, dass der Tee reif wird. Gobo können wir noch ein bisschen pflanzen. Ernten, nicht pflanzen. Ich habe halt keine Quests. Und ich wüsste auch nicht, wo ich hier Quests finde. Also wenn ich in die Dörfer gehe, dann kriege ich halt auch keine Quests. Das ist aktuell das große Problem. Ich kann die Sachen hier fertig machen.
Da sind wir aber aktuell hier an dem Ding da dran. Wenn wir das fertig haben, dann können wir uns mal um die nächsten hier irgendwie kümmern. Aber bis dahin macht das keinen Sinn. Da sind auch noch zwei Projekte, die wir machen müssen. Aber wie gesagt, solange... Ich könnte es höchstens fertig machen und dann gucken, dass wir anschließend dort Arbeiter zuteilen, ne? Das wäre sonst noch eine Idee. Ich glaube, eine Werkstatt haben wir da schon gebaut. Dann würde ich mal ein bisschen Holz und Dings mitnehmen. Oder wir würden das da fällen. Dann bräuchte ich im Prinzip nur Äxte. Haben wir noch zwei. Die ist auch noch gut. Dechsel. Kann dahin. Da haben wir nur die eine. Hammer. Hammer bräuchte ich noch einen. Dann würde ich mich da mal vorbereiten. Das kann da ins Ding. Die würde ich auch mal hier lassen. Steine können wir mitnehmen. Gobo behalten wir. Einen Hammer bräuchte ich noch. Spitzhacke. Wäre eine vielleicht auch nicht verkehrt. Und... Ja, Äxte haben wir genug. Dechseln sollte die eine eigentlich reichen. Wir haben gar keine Dechseln mehr, ne? Das sind Spitzhacken. Ne, wir haben keine Dechseln mehr. Dann komm, mache ich gerade noch welche. Eisenspitzhacke. Eisenhacke. Aber keine Dechseln. Okay. Was brauchen wir dafür? Nicht unwichtig zu wissen. Dechsel. Wo haben wir sie denn? Dechseln. 20 Eisenerz. Ne, 3 Eisenerz, ein Brett und 2 Stroh. Dann machen wir mal ein paar Dechseln. 3 haben wir, das heißt 6 könnten wir machen. Das heißt, wir brauchen 6 Bretter. Ich sollte nicht auf Abbrechen klicken. Und wir brauchen... Ich nehme einfach mal 100 Stroh mit. Reicht definitiv. Kommen wir mit 100 Stroh, denke ich, weit genug. So, Dechseln. 6 Stück machen wir. Für mehr habe ich kein Eisen dabei. Genau, fehlt uns nämlich ein Eisenerz. Macht aber nichts. Dann können wir 5 der Dechseln hier ins Lager packen. 1, 2, 3, 4, 5. Das Eisenerz können wir ins Lager packen. Hammerhacke, das behalten wir. Den könnte ich mal ins Lager packen. Das da behalten wir mal, dass wir was zu essen haben. Und das Stroh packen wir auch mal weg. Sehr gut. Ah, hier können wir jäten. Machen wir das bei Licht. Ist, glaube ich, angenehmer für euch, ne? Ich sehe eigentlich noch ganz gut so, aber ich glaube, in der Aufnahme ist das besser ohne, mit Licht. Ja, einen Tag hat er jetzt noch.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir den fertig kriegen. Den hier aber definitiv später gesät, das weiß ich, weil hier. Oh, was war hier gesät? Irgendwas anderes. Aber bei dem hier habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, dass das funktioniert. Der Reis, der sollte fertig werden, aber der wächst eh auch noch im Sommer. So, dann würde ich hier mal gerade noch ein bisschen davon mitnehmen. Das brauchen wir eventuell. Bretter können wir mal noch ein paar mitnehmen. So, und dann gehen wir mal schlafen und dann machen wir nachher eine Schnellreise und gehen mal zum Kloster und gucken mal, ob wir da was fertigstellen können. Ja. Gehen du? So, wie sieht's bei unseren Pflänzlein aus? Das braucht noch. Der braucht auch noch. Also das mit dem Tee wird, glaube ich, nichts. Schade. Müssen wir nochmal so ein Teesäckchen kaufen. Ach so, hier ist gar nicht die Schnellreise. Die ist ja hier. So, zum Kloster will ich. Haben wir diverse Händler, aber die interessieren mich jetzt nicht. Ich will wegen den Werkstätten gucken, wegen den Plätzen, die wir hier bauen können. Und ich muss was essen. Deswegen will ich hier gucken. Bäume haben wir ja auf jeden Fall genug, die wir fällen können. Das ist schon mal gut. Aber diese Spezialprojekte da. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon eine Werkstatt gebaut haben. Oder ob wir die nur entdeckt haben. Ich meine, ich hätte da ein Wildschwein gehört. Da haben wir Füchse, aber die lassen einen normalerweise in Ruhe, solange man die auch in Ruhe lässt. So, das Spezialprojekt war irgendwo da unten. Ah, doch, da, wir haben eine Werkstatt gebaut. Dann gucken wir mal, was wir an Material besorgen müssen. Weil hier hätten wir sogar Bambus gehabt, sehe ich gerade. Wenn ich jetzt klug gewesen wäre, hätte ich schon Holz gefällt. So, tut mir leid, ich muss nachher mal gucken, dass wir hier irgendwo Gras kriegen. Wir brauchen eh Stroh. So, Steine, 150. Bambus können wir mal hinzufügen. 75, Hammer, sehr gut. Dann brauchen wir 60 Stämme, 60 Bretter. Stöcke habe ich keine dabei, Stroh habe ich keines dabei. Klug wie ich bin, haben wir die Sachen natürlich vergessen. Also ich dachte, ich kann die hier sammeln. Kriege ich hier irgendwo Gras? Dass ich Stroh machen kann. Dass ich wieder eine Laterne habe. Ist nämlich dunkel. Wie es ja unschwer zu erkennen ist. Das mit dem Gras ist jetzt bitter. Ich dachte, hier wäre irgendwas an Gras, das wir sammeln können. Aber hier ist ja gar nichts. Ja, Sträucher können wir sammeln. Die können wir aber auch schon mal mitnehmen, weil Steine brauchen wir.
Äste brauchen wir. Aber ich hatte auf Gras gehofft. Gehen wir mal weiter hier runter. Vielleicht ist beim Bach irgendwas. Da ist ja meistens irgendwie so Gras, das man sammeln kann. Ich glaube, bis wir welches gefunden haben, ist es hell. Steine können wir auch mal sammeln. Stein. 48 Stöcke haben wir. Ja, jetzt ist es dann wirklich langsam hell genug. Na, den hätte ich auch gern. Danke. Oh, Rinde wollte ich eigentlich nicht sammeln. Wenn wir eins nicht brauchen, und doch, ja, brauchen vielleicht schon, aber hier aktuell gerade nicht, dann ist das Rinde. Und hier gibt es tatsächlich einfach kein Stroh. Ich fasse es nicht. Müssen wir nachher mal zu Hause gucken, dass wir da noch Stroh holen. Komme ich nicht hoch? Also Spitzhackenstein. Was braucht man? 75 Stein oder so, ne? 41 haben wir. Oben kommt man noch gut Stein sammeln, also. Ist jetzt nicht so, dass ich das hier unten unbedingt machen muss. So. Sträucher waren, glaube ich, auch 75 oder Stöcke, irgendwie sowas. Haut das hin? Oder brauchten wir da mehr? Gucken nachher mal. Jetzt können wir nämlich wieder hochgehen. Weil, ja, jetzt brauche ich keinen Strom mehr sammeln. So langsam ist es hell genug. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.